Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo Carla. Hallo lieber Olli. Hallo ihr lieben Substratis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh, ich bin so aufgeregt und ich freue mich total. Endlich mal wieder eine Folge nur Olli und Carla. Das ist so schön. Ich bin gar nicht aufgeregt. Aber ich finde es trotzdem schön, dass wir mal wieder so quatschen, dass wir jetzt mal hier quasi niemanden dazu holen müssen und irgendwelche technischen Probleme haben können und irgendwie groß die ganz großen Themen der Welt hier irgendwie vorbereiten müssen, sondern einfach mal das erzählen können, was uns in den letzten Wochen noch so bewegt hat und was, wie, das haben wir ja zwischendurch immer mal so, was so liegen geblieben ist, ne? Ja, absolut. Also ich habe so eine kleine Liste hier mit so ein paar Sachen, die ich heute dir und euch erzählen möchte, weil die mich glücklich machen und die auch teilweise ein bisschen lustig sind. Ich habe auch so eine Liste gemacht, aber ich habe, während ich die Liste geschrieben habe, habe ich gedacht, hoffentlich hat Carla auch so viele Sachen, sonst wird das hier ein Monolog und Carla hört nur zu und dann setzt sie sich wieder in die Ecke und hört nur zu und sagt nichts mehr. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das kriegen wir gut hin, dass wir einen Dialog haben und keinen Monolog. Da bin ich ja mal gespannt. Sitzt du denn gut? Ich sitze super. Du auch? Ja, sehr, sehr gut. Diese Woche habe ich gelesen, dass wir alle viel zu viel sitzen. Ne? Also ich bin ja hier dieser Nachrichtenonkel, ne? Deswegen hier Nachricht für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Wir sitzen zu viel. Wir sitzen alle eine halbe Stunde länger als 2021, nämlich genau 9,2 Stunden. Obwohl, Carla, eigentlich normalerweise bei dir ist es ja so, du liegst ja auch sehr viel. Ja, geht eigentlich. Soll ich ja ganz viel spazieren gehen, nur bei diesem Wetter, da will ich eigentlich nur schweben und nichts anfassen. Es ist viel zu heiß, viel zu warm, viel zu klamm. Blah, mag ich überhaupt nicht. Und ich kühle auch gar nicht ab. Das ist echt krass. Also ich habe noch nie so eine Hitze gespürt wie in den letzten Wochen. Ich dachte, du hast Wahnsinn. Schonhaltung eingenommen auf dem Sofa. Nee, auf keinen Fall. Das wird vielleicht irgendwann mal in den nächsten paar Wochen passieren, aber jetzt habe ich noch ganz viel Energie, so für 2 Stunden und dann brauche ich wieder eine Stundenpause. Gott, da müssen wir uns ja beeilen. Aber wir machen auch nur eine Stunde. Haben wir doch ewig Zeit nach hinten raus. Du hast ja jetzt auch Sommerpause gehabt, also ladenmäßig. So ja. 2 Wochen Sommerpause im Laden oder was war das? 3 Wochen Sommerpause. Boah, 3 Wochen. Wir haben uns mal gegönnt. Alter Schwede, 3 Wochen. So, aber jetzt ist der Laden wieder offen. Richtig, genau. Ich habe am 15.8. Haben wir den Laden wieder geöffnet und Tobi, Kit und Franzi sind wieder im Ladenverkauf tätig mit ganz vielen schönen neuen Pflanzen. Ich bin total glücklich, dass ich so schöne Pflanzen bekommen habe. Ich habe richtig tolle Thai Constellations, Monstera Oblica, Monstera Adansonii Aurea. Was habe ich denn noch? Genau, die Maranta Lemon Lime, dann so ein paar Phytonien und Peperomia. Und ich bin super glücklich, weil die alle richtig schön sind. So schöne Pflanzen habe ich echt lange nicht mehr gehabt, sprich 3 Wochen ist her. Und, aber du musstest ja auch den Laden irgendwie von quasi 0 auf 100 bestücken. Da genau, war ja nichts mehr. Warum musste ich das machen? Weil wir alles abverkauft hatten. Wir haben 50% Rabatt auf alle Pflanzen gegeben, bevor wir in die Sommerpause sind. Weil ich gesagt habe, wenn ich Sommerpause haben möchte, dann möchte ich auch Pause machen und nicht in den Laden gehen und Pflanzen gießen. Das ist halt echt viel Arbeit, wenn du dann, keine Ahnung, wie viel Pflanzen, wenn der Laden voll ist, sind da ungefähr 300 Pflanzen drin. Hört sich jetzt für den einen oder anderen viel an, für den einen oder anderen auch wenig, weil die selber so viele Pflanzen zu Hause haben. Aber es ist echt eine ganze Arbeit. Du bist wirklich eine Stunde bis anderthalb, zwei mit Gießen beschäftigt und das wollte ich nicht. Vor allem war auch nicht klar, wie die Temperaturen im Juli sind. Es wäre wohl in Ordnung gewesen, wenn man ein bisschen weniger gegossen hätte, weil es ja auch gar nicht so heiß war. Aber das Risiko wollte ich nicht eingehen. Ich wollte Ruhe haben. Ich wollte meinen Mitarbeitern Ruhe gönnen, dass sie auch sich selber mal ausruhen und neuen Tatendrang mitbringen. Und dann sind eine Woche vorher ungefähr, am Mittwoch oder so, sind dann die Pflanzen angekommen und dann standen die auch erstmal im Laden. Dann habe ich nach und nach so ganz in meinem eigenen Tempo das eine Regal sauber gemacht und was hingestellt. Und es ist jetzt nicht mehr so
vollgeklatscht mit Pflanzen. Es ist kein überladener Dschungel mehr, sondern es ist wirklich schön arrangiert und aufgeräumt, übersichtlicher. Und ich habe auch ein paar neue Produkte mit reingenommen. Hast du denn erstmal weggeschmissen? Ich meine, ich weiß, du hast ja auch immer hinterm Tresen, da ist immer, also hinterm Tresen ist ja, wie soll ich sagen, da ist ja manchmal eine Menge los. Genau, hinterm Tresen ist eine Menge los. Warum ist da eine Menge los? Weil wir eine Kooperation mit so einem Online-Shop-System haben, das nennt sich Obli. Und die holen die Sachen irgendwie immer nicht so pünktlich ab und dann, ja, stehen die da halt. Natürlich habe ich dann auch von den Sachen ein paar verkauft, weil ich gesagt habe, ey, das, also ich kann jetzt die Pflanzen hier nicht 3 Wochen lang gar nicht gießen. Ich habe, glaube ich, eine Pflanze weggeschmissen und es war eine Havortie, die komischerweise zu nass war und dann total matschig geworden ist. Ja. Aber das ist das Einzige, was ich weggeschmissen habe. Sonst ist alles in Ordnung gewesen und es waren 10 Pflanzen oder so da drin, die waren glücklich. Also ich habe die natürlich dann noch gegossen gehabt, aber halt nicht 300. Die waren glücklich. Konntest du das den Pflanzen ansehen? Hatten die lustige Augen, wie ich das im Internet gesehen habe? Also habt ihr das auch gesehen? Ich habe das mal zwischendurch bei Instagram gepostet, dass man so lustige Augen auf Pflanzen kleben kann. So. Und dann sehen die also nett menschlich aus und gucken. Oh, ich weiß nicht, ob ich das, also ich glaube, das müsste man mal ausprobieren. Ich glaube, Robert hat sogar noch so Kulleraugen, die könnte man wirklich richtig draufkleben. Ich glaube, die sind so vorne, hinten mit Magneten so dann, so glaube ich, sind die festgemacht. Okay. Da habe ich so den Eindruck, konnte es nicht so genau sehen. Ich habe auch nicht gesehen, wo man die kaufen kann. Ich habe da auch nicht recherchiert. Ich hatte nur so ein Video gesehen, wo ich gedacht habe, das sieht ein bisschen verrückt aus. Gibt es bestimmt bei diesem neuen China-Online-Shop. Ja, wahrscheinlich. Ich kriege im Moment so viel so komisches Zeug eingeblendet irgendwie. Also Instagram ist ja zu einer wahnsinnigen Verkaufsplattform geworden. Ich hab zum Beispiel fürs Auto, habe ich jetzt gesehen, so ein Hoodie, den man über den Steuerknüppel machen kann. Dann hat der Steuerknüppel einen Hoodie an. Und dann? Dann sieht das aus, als hätte der Steuerknüppel einen Hoodie an. Und dann habe ich und so ein Bär, sag ich mal, oder ein Hund oder irgendwas, den kann man dann so seitlich an den Blinkerhebel dran machen, dann hängt der da so seitlich so dran. Was hast du denn mit deinem Algorithmus gemacht bei Instagram, dass dir sowas vorgeschlagen wird? Mein Algorithmus ist im Eimer. Ich kriege nur noch so einen Quatsch. Ich habe auch immer Angst, da was anzugucken, weil ich denke, wenn ich mir da jetzt irgendwas angucke, dann reagiert der, oh, guck mal hier, der will das, dann kriege ich nur so einen Scheiß. Aber man ist frag mich mal. Mein ganzes Instagram ist voll mit irgendwelchen Schwangerschaftsvideos und Ratgebern und ist 6 Datteln und so ein Blödsinn die ganze Zeit. Oh, ich krieg die Krise. Es ist alles so Halbwissen. Was macht man mit 6 Datteln, wenn man die gegessen hat? Ja, gar nichts. Vor allem sollst du das eigentlich gar nicht so vor der Schwangerschaft, also vom Ende der Schwangerschaft essen, weil du dann so einen hohen Blutzucker kriegst. Deswegen, das ist totale Banane. Also wirklich. Die kaufen, ich habe im Geburtsvorbereitungskurs hat die eine halt erzählt, dass sie für 120 Euro einen Dattel-Set von jemandem geschenkt bekommen hat, weil das halt tatsächlich so ein Ding ist. Und es gibt eine Studie, die mit ein paar Leuten gemacht wurde in Syrien, meinte die eine. Und ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, also kann auch voll falsch sein. Auf jeden Fall bringt es nichts, es treibt nur deinen Zucker hoch und deinen Blutzucker und das möchtest du halt überhaupt nicht. Du solltest eigentlich eher auf so kurzkettige Kohlenhydrate verzichten, wenn du in den letzten Wochen bist. Aha. Also, ja, naja. Aber es gibt so viel Halbwissen, das ist unglaublich. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Algorithmus, ja, Instagram, ja. Blödsinn, den man sieht. Genau. Genau, Pflanzen mit Augen, das war's. Pflanzen mit Augen. Pflanzen mit Augen, das war das Thema. Es tut mir sehr leid, alles hat bei mir aktuell mit Baby zu tun und das wird wahrscheinlich jetzt auch erstmal so bleiben. Das müssen wir aber jetzt hier nicht ausführen. Gibt nur noch Babyplans hinter im Laden. Ja. Wer weiß, was da noch kommt. Ja. Na gut. Okay. Ja, ich fange mal mit wirklich Themen an, die wirklich die vielleicht auch so ein bisschen das abbilden, was gerade so der Wahnsinn ist. Ich habe schon auch da immer auch bei Instagram immer wieder so gesehen, dass auch Leute geschrieben haben, im Moment ganz große Katastrophe bei mir mit den Pflanzen, null Bock, nervt mich total.
Ich tippe mal darauf, irgendwelche Schäden oder was auch immer. Vielleicht auch einfach überdrüssig. Ich bin ja auch im Moment so ein bisschen in der Phase, dass bei mir alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, katastrophal ist, weil ich war im Urlaub, ne? Ich war an der Ostsee, habe da, soweit es mir möglich war, die Sonne genossen. Oh, das ist ja auch echt schlechter, ja? Witz gewesen. Genau, aber dann habe dann natürlich hier versucht, das Thema Gießen und Pflanzenpflege irgendwie zu managen und habe einen meiner Jungs abgestellt, der das hier gemacht hat. Und wir haben ja im letzten Jahr so viele Sachen getestet, die man so machen kann, um seine Pflanzen zu wässern, irgendwelche unterschiedlichen Systeme. Aber am Ende ist es dann doch irgendwie der Nachbar oder das Familienmitglied, finde ich, was das Beste ist. Und ich habe es dann so gemacht, ich bin mit ihm so abgegangen, die Pflanzen, was er so machen muss. Ich habe alle Pflanzen vorher nochmal gegossen da draußen und da drinnen und habe ihm gesagt, hier ist der Feuchtigkeitsmesser, ramm den immer schön in die Erde rein, so mal nach 3-4 Tagen. Da mach das mal draußen, musst du das ja eh kaum machen, weil es regnet ja dauernd. Ja. Da war eigentlich nicht viel zu gießen. Und drinnen, ja, drinnen auch so ein bisschen. Und ja, und als ich wiedergekommen bin, habe ich erst gedacht, oh ja, sieht ja alles, nicht schlecht gemacht. Sieht ja alles irgendwie ganz gut aus. Und dann dachte ich auch gleich so, da ist aber auch, also da waren auch so ein paar trockene Blätter, sage ich mal. Jetzt habe ich erst gedacht, naja, vielleicht liegt es am Gießen, aber dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das ist aber doch schon sehr großflächig überall irgendwie so komisch. Und ich habe echt, es hat einfach sehr lang gedauert, bis ich für mich richtig klar gekriegt habe, was das ist, ne? Ich habe erst gedacht, es hat Licht am Gießen. Dann habe ich gedacht, es liegt, vielleicht habe ich da zu viel Dünger reingegeben, weil ich in den Tagen vorher sehr viel rumexperimentiert habe, hier so mit pH-Wert und Mikrosiemens und das eigentlich alles immer ganz gut richtig machen wollte. Aber wenn du das noch nie gemacht hast und hast das dann gemacht und dann guckst du und siehst irgendwie, dass die Pflanzen das nicht richtig, dass sie, da ist ja irgendein Pflanzenschaden ist, dann überlegst du ja immer, okay, du hast es vorher anders gemacht, jetzt hast du es so gemacht, liegt es vielleicht am, dass du das nicht richtig gemacht hast, ne? Ich bin allerdings dann so da immer mehr dazu gekommen, weil das auch so, ja, ich weiß es hat einige Pflanzen halt betroffen, andere irgendwie nicht, aber es hat schon relativ viele betroffen in der Vitrine und außerhalb der Vitrine. Und dann habe ich dann nochmal so ein bisschen geguckt und habe dann bei meiner Monstera Adansonii, die sieht echt richtig, richtig scheiße aus, muss ich wirklich sagen. Also die hat so viel anderes gehofft, um ehrlich zu sein. Die hat so viel Blätter verloren. Gedrückt. Nein, so viel Blätter verloren. Da habe ich dann nochmal genau, habe ich die nach draußen gestellt. Habe gesagt, so, du Sau, jetzt stell ich ihn hier draußen, da wirst du abgeduscht und dann kriegst du es mal so richtig, ja. Und dann habe ich nochmal so richtig geguckt und dann habe ich so kleine schwarze Tiere gesehen. Nein, du hast die Pest zu Hause. Dann habe ich doch echt die Pest zu Hause. Und also hast du Trypse entdeckt? Ja, oder? Würde ich sagen. Dann habe ich bei vielen anderen Pflanzen gar nicht mehr geguckt, weil ich gedacht habe, okay, das können ja nur Trypse sein. Und so, und dann habe ich mir jetzt hier Raubmilben bestellt. Ja, 50, ich glaube 15 oder 20 so Tüten. Ja, hier überall hängen jetzt hier diese Tüten an den Dingern. Oh. Kannst du dich erinnern, ich hatte doch so eine schöne Watermelon Peperomia, ne? Ja. Die hatte dann irgendwann so braune Punkte bekommen. Und ich hatte das schon bei Instagram geguckt und ja, keiner wusste so richtig, was es ist, ne? Altschaden, was ist das denn bloß? Ich habe es nicht rausgekriegt. Ich muss bis zuletzt sagen, dass ich da auch nie keine Viecher gesehen habe. Trotzdem habe ich die ganze Pflanze runtergeschnitten. Ich habe sie einfach richtig runtergeschnitten. Ich habe auch die Jacqueline runtergeschnitten. Da waren allerdings auch nur zwei Blätter, die ist nie richtig in Schwung gekommen. Die habe ich die da jetzt hingeschnitten. Die hast du von der Botanica, ne? Ja, genau. Ja. Die Pflanze, wo du dich mit den Leuten zusammengetan hast, oder? Genau. Die hat aber ein Blatt mal irgendwann gekriegt, dann hat die nichts mehr gemacht. Also ein richtiger Rohrkrepierer. Ist ja auch eine dämliche Alocasia. Wieso? Achso, generell Alocasia. Ja, okay, ich verstehe. Ja. Ist ja nicht so meins, ne? So, und habe ich echt runtergeschnitten. Andere habe ich
habe ich dann eben jetzt, da haben überall diese Säcke da drin, diese Tüten da dran. Und jetzt lasse ich das erstmal da vor sich hin vegetieren und hoffe, dass das irgendwie in den Griff zu kriegen ist. Ich erkenne das einfach immer zu spät. Ich erkenne es zu spät. Das ist mein großes Problem. Ich denke immer, ja, kann er nicht sein. Wo ist denn da was? Sehe da nix. Bei uns ist das auch immer so dumm. Vielleicht musst du die Brille ändern. Nein. Ich weiß nicht. Also ich erkenne es einfach immer zu spät. Ich habe es ja, glaube ich, schon einmal gehabt mit den Tripsen. Ah, ich weiß auch nicht. Das ist nicht so einfach. Also da wäre ja jetzt das neue Produkt aus meinem Laden super. Kreatin für die Pflanze. Nein, ich habe tatsächlich, habe ich jetzt aus Portugal von so einer Marke, die heißt Generosa und die machen selber so Neemöl und Blattreiniger und Pflanzendünger und sowas. Oder wäre halt das jetzt das Neemöl zum Beispiel oder diese Blattseife, die du halt zum Blätter sauber machen nehmen könntest. Ideal. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Lust, Blätter mit Blattseife abzuwischen. Wirklich. Wieso? Das ist total meditativ. Olli, dann hast du deinen Lappen, dann machst du dir eine schöne Playlist an und dann... Also ganz ehrlich, das ist kurz vor weiter. Mit Pflanzen tanzen. Da habe ich habe keinen Bock auf sowas. Das ist mir alles zu, das ist mir zu nerdig. Also ich bin das da... Ist nur, okay. Das ist okay. Ich will, entweder spritze ich die Scheißdinger ab oder ich hole diese Tüten da. Das ist aber auch schon das höchste der Gefühle. Wenn man überlegt, dass man da irgendwie auch wieder 20 Euro losgeworden ist für den Bums da, dann merkst du, ich muss ein bisschen runterfahren. Ich bin gerade, ich merke, ich bin auf Krawall gebürstet. Oh, Quatsch, überhaupt gar nicht. Nein, also das diese ist. Diese scheiß Pflanzen. Ja, also das ist wirklich im Moment ein. Weiß ich nicht. Und dann habe ich hier so eine Palette, gucke ich auch gerade drauf, hier im Büro stehen. Da habe ich mal so ein paar Adansoni-Ableger vor Ewigkeiten geschnitten. Die hatten alle wunderbare Wurzeln, aber sind nie irgendwie richtig in Schwung gekommen. Sehen jetzt auch irgendwie ziemlich mitgenommen aus. Habe ich so auf so ein Tablett gestellt. Und da sind auch noch was von der Monstera-Challenge, noch so ein paar Samen drauf, also beziehungsweise Monstera, gekeimte Monsteras natürlich, die auch irgendwie nie so richtig toll gewachsen sind, irgendwie mit ein, zwei Blättern oder so, weiß auch nicht. Und da hatte ich dann auch mal draußen stehen, weil ich dachte, ey, draußen ist auch cool, da gehören die ja auch alle hin eigentlich. Im Sommer, wir haben draußen eine Luftfeuchtigkeit von 80%, können wir gleich nochmal drüber reden, oder 100% zum Teil. Und dann es regnet, was soll da passieren? Und da habe ich sie draußen stehen gehabt, aber die sehen auch alle ganz schön mitgenommen aus. Jetzt habe ich sie hier im Büro stehen, habe sie auf dem Tablett stehen und habe da eine Pflanzenlampe drüber gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt kriegen die nochmal vielleicht ein bisschen Licht. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass sich da wieder ein bisschen mehr tut. Ich glaube, das tut ihnen ganz gut. Also die mussten einmal den Schock draußen kriegen, dass sie sagen so, oh, hier drin war es doch gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht. Bitte, wir wachsen jetzt auch für dich. Ja, das kann echt sein. Also mal sehen, wie die sich so entwickeln. Aber da werde ich wahrscheinlich auch die Blätter dann abmachen müssen, weil die auch schäbig aussehen zum Teil. Mhm. Oh, schade, aber lustig, dass du es erwähnst. Ich habe nämlich vor 3 Wochen, also als der Laden dann tatsächlich, so 4 Wochen sind es ja dann, als der Laden zumachte, habe ich auch Ableger geschnitten. Auch von einer Monstera Adansoni, aber mit Panaschierung, die Albo-Variante. Und dann, ja, hatte ich die jetzt halt auch im Glas, mit Wasser, schön am Ostfenster stehen, hat auch Sonne gekriegt, habe dann einmal zwischendurch auch Wasser gewechselt, aber da kam irgendwie nie sowas und dann bin ich traurig geworden und weiß, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass du wie Olli wirst, dass du ungeduldig wirst. Ach so. Dass du, was hast du denn gedacht? Ich habe gesagt, welche negative Eigenschaft holt sie denn jetzt von mir raus? Und zerrt sie ans Tageslicht. Nur die Ungeduld, alles ja, gut. Okay, das ist gut. Ja, auf jeden Fall bin ich ungeduldig geworden und habe dann da gestanden und dann habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass du die Pflanzen über alles liebst und dass das dein Ding ist. Du machst das und keine Ahnung, dass deine blöden Monstera dann so nie Ableger nichts werden. Und
als ich das gedacht habe, war ich so, okay, du gibst denen jetzt noch eine Woche, bevor du sie wegtust. Da waren die jetzt dann wirklich auch 2 Wochen erst im Wasser, ne? Und wir reden ja teilweise hier von einem halben Jahr, dass irgendwas anfängt, dann im Wasser zu stehen und zu wurzeln. Ja, eine Woche später habe ich auf einmal schön so 3 Zentimeter lange Wurzeln in dem Glas. Und ich bin sehr glücklich, dass ich gewartet habe und nicht die Geduld verloren habe, weil das wäre doch echt schade gewesen um die schönen Blätter, also die schönen Pflanzen mittlerweile ja jetzt. Aber ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass du jetzt so ungeduldig wirst. Weißt du? Echt? Ja, ja. Ich kenne das Problem. Ja. Ja, ich weiß. Aber mittlerweile lasse ich wirklich Zeit verstreichen, sag ich mal. Das wird unter Umständen ein Problem in die andere Richtung, dass ich einfach den Pflanzen zum Teil viel weniger Beachtung gebe und dass man sich dann irgendwie, dann guckst du auf einmal und denkst so, oh, die sieht aber jetzt gerade, da kannst du aber mal von den 4 Blättern 3 abschneiden, die sind irgendwie trocken, so, ne? Also ich habe da auch so eine Syngonium noch da, so eine Milchkonfetti da stehen, da die kommt, die habe ich auch mal von der Botaniker als Geschenk mitbekommen. Die hat immer mal so ein paar Blätter und dann irgendwie, tschüss. Ja, dann vergesse ich sie und dann kacken da irgendwie alle Blätter wieder fast ab und dann muss ich sie wieder, dann fange ich wieder von vorne an, mehr oder weniger. Also ich muss auch sagen, dass ich die Syngonium Albo Variegata, also die mit der weißen Panaschierung, dass ich die am einfachsten finde von den ganzen Syngonien irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Ich finde die anderen irgendwie kompliziert. Und die Milchkonfetti ganz besonders. Ich frage mich nicht, warum. Ja. Das ist irgendwie so ein Gefühl. Aber das ist, ja, weiß ich nicht. Ich stelle ja jetzt auch mittlerweile fest, dass ich habe mir ja vor vielen Monaten eine Syngonium geholt. Und die, ich finde, die werden dann so im Alter, wenn man das so sagen darf, da werden die hässlich. Weil dann kommen die ja, dann werden die so in, kommen die so in dieses adulte Stadium und dann treiben die immer so, weißt du, setzen einen nach vorne und nach vorne, dann bilden die so lange Arme, dann hängen die so runter. Bei mir sieht das richtig kacke aus. Meinst du, wenn die so anfangen zu klettern oder wie? Ja, zu klettern, aber ich habe jetzt eine, die klettert halt nicht, sondern die hängt so runter halt, ne? Weil ich die nicht klettern lasse. Ja, okay, gut, das ist natürlich was anderes. Ja, ich müsste die vielleicht mal klettern lassen. Also Syngonien können ja auch buschig wachsen. Das war meine erste Syngonium, die Neon Robusta. Ja, genau, die Neon Robusta, das ist so, die ist so rosafarbend. Und die war buschig und die hat bei einer Freundin von mir, Sonja, die war auch in einer unserer ersten Folgen dabei. Stimmt. Genau, die hat auch dieselbe Pflanze gehabt, das war so unsere Sister Plant, also wir haben uns beide dieselbe Pflanze gleichzeitig gekauft und die hat einen Trieb bekommen, der dann so gerankt ist in ihrer Wohnung und ich nicht. Meine Pflanze, die ist einfach nur buschig geworden und opulenter, bis ich sie dann hingerichtet habe. Ja. Also ich glaube, die Pflanze, die sieht auch einfach jetzt mittlerweile nicht schön aus. Ich schmeiße sie wahrscheinlich auch mal weg, weil ich finde auch, irgendwann kann man sich auch mal von einer Pflanze trennen, wenn die nicht gut aussieht. Ich bin im Moment noch so, dass ich einfach nichts wegschmeißen will, ne? Mein Ehrgeiz ist, nichts wegzuschmeißen. Und dann habe ich dann aber manchmal wirklich so Pflanzen da stehen, wo ich denke, boah, die müssen aber eigentlich weg, weil die sehen kacke aus. Die sehen nicht gut aus. Aber du musst sie ja nicht wegschmeißen. Du kannst sie ja auch bei eBay Kleinanzeigen verschenken. Das würde ja auch jemand freuen. Oder also bei uns zum Beispiel stellen die Leute halt immer, das ist ja auch nicht dieses halblegale, beziehungsweise eigentlich voll illegale, immer ihre Sachen, die sie nicht mehr haben wollen, auf den Elektrokasten beim Kindergarten gegenüber. Ja. Und das ist so krass. Also ich oute mich jetzt hier, ich habe da Bilderrahmen hingelegt, die wir nicht mehr brauchten. Ich bin hin, habe sie abgelegt, bin wieder rein, gucke durchs Wohnzimmerfenster und es ist weg gewesen. Also es war nicht mal irgendwie so eine Minute da und dann war es weg. Die haben es einfach mitgenommen. Also da laufen so viele Menschen lang, die das auch alles mitnehmen. Ja. Das ist richtig cool. Und das könntest du hier auch mit einer Pflanze machen. Ja, das mag sein. Das würde wahrscheinlich in Hannover funktionieren. Hier auf dem Dorf würden die Leute sagen,
Wer hat denn da seinen Scheiß vor die Tür gestellt? Deswegen eBay-Kleinanzeigen bei dir. Ja, da habe ich aber keine Lust drauf. Ich hasse das. Das ist okay. Ja, okay. Muss man mit Menschen schreiben und dann schreiben die, was willst du für die Pflanze haben? Da schreibe ich nichts. Dann sagen die, ja gut, dann pack sie ein. Dann schreibe ich, ja, das kostet so und so viel Euro. Dann sagen die, ja, das ist aber nicht nichts. Das ist ja teuer, dann kann ich mir auch die Pflanze kaufen. So, das ist ja, die hat ja kaum was gekostet, diese Pflanze. Die kannst du ja im Supermarkt so kaufen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Ich bin in der Zwickmühle. Wir kommen da nicht raus. Also, ich glaube, das müsste dann tatsächlich auch eher über Abholung bei dir laufen, das mit dem Verschicken ist. Jetzt mal ganz nervig. Im Ernst, du, ich meine, du machst das ja, ne? Dass ja, du da ich habe auch so Pflanzen bei eBay Kleinanzeigen drin. Ja, du machst ja auch Abholungen, Schränke und sowas alles und ja. Ich so. Ich ja, das, also so Kallax-Regale zum Beispiel habe ich kein einziges selber gekauft. Die haben wir alle über eBay Kleinanzeigen geholt. Ich finde, und ich glaube, wir haben jetzt 5 oder 6 Stück. Ich finde so Leute, also wenn ich nicht weiß, wer kommt. Das ist so, ich weiß auch nicht. Oh Gott, ich musste eine Geschichte erzählen, Olli. Das hat jetzt halt gar nichts mit Pflanzen zu tun, aber mit eBay-Kleinanzeigen. Das war so creepy. Ich habe nämlich wir haben so ein Kissen gekauft und da war kein Futter drin. Mhm. Und dann hat Robert halt bei eBay-Kleinanzeigen geguckt, ob wir irgendwo in der Nähe halt diesen Füllstoff kriegen könnten. Weil online war der echt teuer und dann haben wir gesagt, so, ja, guck mal, bei eBay-Kleinanzeigen so, pff. Kann ja was da sein. Da war auch was, auch direkt um die Ecke, so fußläufig, 10 Minuten. Ich dann da hingetapert, macht sie mir auf und dann, ja, hey, hätte das gerne, ja, okay, komm, ich gehe kurz in den Keller, hol das hoch und ich so, ja, ich warte hier oben, weil ich finde Keller irgendwie creepy, ich weiß nicht, ist nicht so mein Ding. Und dann kam sie mit diesen 2 Beuteln wieder und meinte dann so, was machst du denn damit? Und ich sag, ich wollte die Kissen befüllen, die sind irgendwie ohne Filling gekommen und dafür sind die jetzt. Ach so, ich hatte gedacht, dass du so vielleicht so einen Himmel an die Wand machst mit so Wolken. Ich so, nee, nur dafür. Ich so, was hast du denn damit gemacht? Ja, ich habe eine lebensgroße Puppe von mir erstellen lassen und die damit ausgefüllt. Und ich so, okay, alles klar. Also du hast von dir selber eine Puppe, die genauso aussieht wie du, machen lassen. Das ist das Komischste und Verwirrendste und Verstörendste, was ich jemals beim eBay-Kleinanzeigen-Gespräch hatte. Ich habe mich dann freundlich bedankt, ihr das Geld gegeben und dann bin ich ganz schnell gegangen. Das eine Idee von ihrem Freund war? Das ist ein Fetisch. Ich weiß es nicht. Oh, wenn sie nicht da ist. So komisch. Oh. Wenn sie nicht da ist, dann liegt die Puppe im Bettchen. Oder guckt Fernsehen mit ihm. Schatzi, du, genau. Oh, noch, ja, also. Noch ja, Chips? Ja, so wird es sein. Ich weiß nicht, diese moderne Welt. Es ist so verrückt, was man für Leute trifft. Es ist cool, es ist super cool. Ich habe auf jeden Fall jetzt was zu erzählen zum Beispiel, aber wohlgefühlt habe ich mich nicht. Ne? Ich habe auch, also auch jetzt, ich erzähle jetzt auch was, das nichts mit Pflanzen zu tun hat. Ich bin jetzt letzte Woche, eine ganze Woche immer nach Hannover gefahren und habe mir dafür das 49-Euro-Ticket gekauft und ich bin noch nie mit der Bahn groß irgendwie. Ich bin schon mal mit der Bahn zur Arbeit gefahren, aber normalerweise ist es zu teuer für mich, da zur Arbeit zu fahren. Deswegen 49-Euro-Ticket, super Sache. Und man kriegt dann ja, man kann dann verstehen, was Menschen so erleben, wenn sie erzählen, was sie so in der Bahn erleben, ne? Und das ist wirklich so, also das Erste, was ich gesehen habe, war so ein Typ, der hat echt in der Bahn, volle Bahn, hat der einen Döner gegessen. Ja und? Ja, wie, ja? Ja, da hatte ja der ganze Laden was von. Ja, klar. Ja. Kenne ich doch von meinen Thunfischnudeln. Oh, hör auf. Hör auf. Und dann der andere hatte sich Shawarma geholt. Ja, geil. Und hat sein Fladenbrot in der Hand gehabt und hat immer in so eine Tüte reingegriffen, hat immer das, was er gerne essen wollte, hat aus der Tüte rot auf dieses Fladenbrot abgerissen und gegessen. Es hatte so, wirklich, und die Leute saßen so drumherum, ne? Also es war so, wirklich. Ich habe gedacht, was ist das? Also, wenn ihr Olli in der Bahn seht, packt euer Essen wieder ein. Der will das nicht riechen. Nein, vor allem, ich habe gedacht, was ist denn, ob es gleich noch Nachtisch gibt oder so?
Bestimmt. Also bei mir hätte es noch Nachtisch geben können. Also wirklich, 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 wirklich. Herrlich. Also naja, gut, okay. Aber es führt uns viel zu weit weg vom eigentlichen Thema. Eigentliches Thema sollte ja eigentlich meine Thai-Constellation auf der Fensterbank sein, auf die ich sehr stolz bin. Die jetzt ein neues Blatt hat. Ja, nach einem Jahr. Ja. Aber ey, das Blatt sieht perfekt aus. Es ist wunderschön. Es ist nichts gerissen. Es ist nichts vertrocknet. Es ist einfach bildschön. Wirklich große Klasse. Ich bin ganz, ganz stolz auf meine Pflanze, dass sie das gemacht hat, wie sie das gemacht hat. Wie eine Mutti. Also wirklich. So, eigentlich müssten wir jetzt Feierabend machen mit dem Podcast. Fällt mir übrigens gerade auf. Warum? Also auf meinem Tacho, wahrscheinlich ist es noch nicht ganz 31 Minuten. Ich habe gelesen, dass die perfekte Zeit eines Podcasts 31 Minuten ist. Hm. So. Nee. Nee, ich habe hier noch sechs Punkte, Olli. Es geht ja, nicht. Ja, ich sag nur, wenn wir wirklich die perfekte Zeit machen würden, dann könnten wir pro Woche irgendwie 10 Folgen machen oder so. Oder 3 Folgen. In einem Gespräch würden wir dieses jetzt einfach unterbrechen und sagen, hört euch einfach die nächste Folge an. Teil 2 gibt's morgen. Nee, also ich glaube, das würden die Zuhörer jetzt auch doof finden. Würde es einfach so abrupt aufhören, oder? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es ist ja, wir machen einfach weiter. So, Thai Constellation, wunderbar, du bist zufrieden. Danke. Das ist, das ist ganz fantastisch. Schön. Ich finde das sehr, sehr gut. Wirklich. Das ist ja eine deiner wenigen Pflanzen, die du überhaupt noch hast. Da geht ja jetzt die ganze Aufmerksamkeit fast drauf. Die Thai Constellation bekommt sehr viel Aufmerksamkeit. Die Ableger bekommen sehr viel Aufmerksamkeit. Mhm. Meine essbare Begonie bekommt sehr viel Aufmerksamkeit. Ja, die wird gegessen. Ja, mein Bruder und seine Freundin haben die letztens probiert und ich habe sie erst schmecken lassen und dann habe ich sie gefragt, wie es schmeckt für sie. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr daran erinnern, was sie gesagt haben. Aber als ich dann gesagt habe... Über den Spannungsbogen, aber da hast du aber einen Spannungsbogen jetzt erzeugt und der ist aber rapide dann abgekackt. Wirklich. Kann ich gut. Tolle Geschichte ohne Höhepunkt, wirklich. Ja, muss ich wirklich sagen, ganz toll. Witz ohne Pointe. Ja, das, oh Gott, ja. Hm. Auf jeden Fall habe ich ja von Alex von Carnivorous Karneval zwei Pflänzchen geschenkt bekommen. Ja. Und die stehen da, wo sie stehen sollten. Aber ich glaube, dass die Kannpflanze stirbt. Warum? Die hat schon eine Kanne, die braun ist. Also die waren nicht braun von Anfang an, die waren eher grünlich-gelb oder gelblich-grün. Ich bin nicht zufrieden. Also da, irgendwas stimmt da nicht. Das ist der allerhellste Platz, den ich habe und ich kann nicht mehr tun als das, was da ist. Ich habe da auch keine Steckdose. Ich kann da nicht irgendwie noch eine Lampe hinbauen. Ich habe auch keinen Platz, um irgendwo eine Lampe hin... Aber ich könnte sie... Kann man ans Fensterbrett klemmen, eine Klemmlampe. Ja, aber ich habe da keine Steckdose. Wir haben hier im Wohnzimmer haben wir nur 2 Steckdosen. Ja, mehr. Ich könnte jetzt sagen, nimm doch mal ein Verlängerungskabel, aber ich weiß nicht, ob sich das bis Hannover schon als Technik rumgesprochen hat. Frag mal Robert, wenn der dann noch eine Lampe hat. Ich glaube, der kriegt die Krise. Na, auf jeden Fall, die sieht nicht so glücklich aus. Kannst ja dann hinstellen, wo du willst, wenn du eine Lampe hast. Muss ja nicht dastehen. Ja, hast ja total recht. genau, und dann habe ich noch einen Elefantenfuß, der konsequent einfach ignoriert wird und dann mal wieder gegossen wird und dem geht super. Der kriegt tolle Blätter, der steht da oben und steht da halt sehr dekorativ. Und dann habe ich noch an einem Moosstab eine Epipremnum aurea. Das ist ja die Efeutute, die goldene. Mhm. Und die wächst auch super. Die hat nämlich den Stab so schön hoch, der ist ungefähr 1,20 hoch und dann ist sie an einem Schrank angelehnt und an die Wand und ich glaube, wenn die Pflanze so weitermacht, wie sie weitermacht, krabbelt sie an der Wand hoch und das würde mich sehr glücklich machen. Meine Vermieterin wahrscheinlich nicht so, aber das ist okay. Ja, an der Wand würde ich sie auch nicht hochkrabbeln lassen. Du kannst doch so Klipse machen. Habe ich auch, aber der Stamm ist zu dick. Also. Das hält nicht. Oh. Genau. Immer diese Extrawurst, wa? Wirklich. Ist so. Ja. Ja, naja, und dann haben wir halt noch Roberts Pflanze.
Den großen Philodendron Imperial Red. Ja, gut, aber das ist ja auch so, der wächst ja von alleine oder der, mhm. Der hat ein Stadium angenommen, dass er auch nicht so viel Aufmerksamkeit braucht. Ist ja sowieso Hydrokultur. Ich wollte gerade sagen, der kriegt, wenn ich, also wenn die wenn in der Gießkanne noch was drin ist nach dem Gießen, dann kommt das da alles rein und dann ist gut. Genau. Genau. Ja. Unsere Nachbarn hatten vor Anfang des Jahres mal bei uns gegossen und irgendwie auch viel zu viel gegossen, vor allem ihn, also den Imperial Red. Und da stand das Wasser bis Oberkante Topf. Mhm. Ich habe dann gedacht, kippst du das jetzt aus? Darfst aber auch nicht so viel tragen. Ach, lässt es jetzt einfach, das ist eh Hydrokultur. Ist es nichts passiert, das ist alles okay. Die Blätter sind ein bisschen kleiner geworden als normalerweise, wenn sie rauskommen, aber sonst ist es alles cool. Ja. Und das Wasser ist mittlerweile wirklich wieder auf Normallevel gesunken. Ja. Genau. Ich habe jetzt mittlerweile auch viele, viele Pflanzen nach der Folge mit Stefan in mineralisches Substrat umgepackt. Ne? Habe ja viel, ich hatte ja schon welche in mineralischem Substrat, so ganz kleine Körnung, die eigentlich ganz gut sich machten und machen und hatte dann ja noch welche mit dieser großen Körnung, mit der ich überhaupt nicht zufrieden war, die sich einfach, wo ich immer das Gefühl habe, die ziehen das Wasser einfach nicht so gut hoch und habe dann jetzt einfach nochmal, so wie Stefan das gesagt hat, in diese große Körnung ganz viel kleine Körnung reingemacht, damit die sich in die Zwischenräume setzen kann. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das mit dem Wasser hochziehen besser funktioniert. Habe da jetzt so einige Pflanzen reingesetzt. Hast du das auch so richtig ausgewaschen und so, wie wir das da so bequatscht hatten? Ja, das habe ich alles gemacht und so, es sieht gut aus. Und welche Pflanzen hast du reingesetzt? Oh, was, welche Pflanzen habe ich denn da reingesetzt? Doofe Frage. Warte mal, jetzt muss ich mal gerade übernähern. Ja, da ist hier diese Monstera Marbel, wie heißt die nochmal? Marbel, nee, halt. Indonesian Marbel zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, ja. Die habe ich zum Beispiel da reingesetzt. Dann habe ich noch eine abgeschnittene, einen Ableger von einer Forellenbegonie da reingesetzt, der auch richtig in die Knie gegangen ist, der auch nie gewachsen ist richtig. Also ich hatte eine schöne Wurzel, aber der ist nicht gewachsen. Blätter irgendwie dann auch wieder, das ist sowieso, das ist ein Kreuz mit diesen Begonien im Moment bei mir, mit den Forellenbegonien. Die verlieren immer zwischendurch mal so Blätter und ich denke so, warum eigentlich? Sieht doch gut aus, das Ding. Aber egal, dann habe ich da jetzt auch da reingesetzt und jetzt experimentiere ich da mal so ein bisschen mit diesem mineralischen Substrat. Das sieht ganz gut aus und ich hoffe, dass das funktioniert. Habe da allerdings natürlich auch Tripsebefall bei diesen Pflanzen, auch gerade bei dieser Indonesian Marble. Nein, das ist richtig ärgerlich, weil die so cool. Ja. Also ich finde, sie sieht irgendwie so verrückt aus, weil sie ist so wie die Syngonium mottelt, halt dieses fleckige, panaschierte. Ich finde das richtig cool irgendwie. Ja, ich hoffe, dass das auch wieder was wird. Nee. Nee, okay, frage ich mal. Hast du die, nicht Syngonium, sondern Monstera Frosty Frosted Ice oder so gesehen? Nee. Die sieht total merkwürdig und krank aus. Also krank im Sinne von verrückt krass. Okay. Die hat fast gar keine Blätter. Die sind alle so komisch eingedreht und eingerollt und eingewickelt. Und was hat sie? Und sie ist weiß panaschiert. Das sieht super verrückt aus. Habe ich noch. Jetzt wir gleich mal googeln, ne? Googeln wir mal alle. So hier, alle so, alle so, jetzt erstmal am googeln. Leute, alle mal zusammen googeln. Monstera Frosted Ice. Ich glaube, die heißt so. Nee. Die heißt nicht so. Naja, das liefern wir vielleicht nochmal nach. Dein Frosted Ice. Vielleicht habe ich auch einfach nur wieder Bock auf Eis. Das kann auch gut sein. Das kann natürlich sein. Das ist durchaus möglich. Oh, ich habe so viel Ben & Jerry's in den letzten Wochen gegessen. Oh, das ist so lecker. Wir kriegen von denen überhaupt gar keine Werbegelder. Hör auf, hier irgendwelche Marken zu nennen. Entschuldigung. Ja, was denn? Das ist einfach ein tolles Eis. Es ist teuer. Ich hau mal da jetzt gegen. Das ist einfach viel zu teuer für das, was man da kriegt. Ja, es ist aber ein großer Becher. Gott.
hier einfach aufzusprechen. Ja, man wundert sich nicht, warum ich 17 Kilo zugenommen habe. Das ist ein großer Becher, den ich da täglich esse. Ja. Nein, nicht täglich, nur ab und zu. Okay. Ja. Ich habe ja vor einiger Zeit hier nach der Folge mit Matze einen Moorkübel angelegt. Da will ich vielleicht auch noch mal kurz drei Worte zu sagen. Und ich bin begeistert, weil die Pflanzen gut angewachsen sind. Es ist ja ein ganz toll, das ist ja wirklich nochmal etwas, wo man sagen muss, mega, du machst was und das wächst im Prinzip von alleine. Und es klappt, ja. Ja, du musst nichts machen, außer gießen. Und du kannst nicht übergießen. Also du kannst nur zu wenig eigentlich, wenn das, aber das ist ja auch nicht möglich. Ich habe schon länger nicht mehr gegossen, weil es ist ja, gießt ja jeden Tag selbst von oben. Das ist eigentlich der Idealzustand. Es ist schon fast zu viel, weil meine Schlauchpflanzen, die, da siehst du schon, das haben wir ja auch bei Alex schon beobachtet, dass die ja im Bericht, in dem Teil, wo die Insekten Fliegen? Da reingeflogen sind, ja. Wo, da wird schon der Kelch so braun, gräulich, verwelkt oder gammelt, sage ich mal, trocknet oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, aus. Ja, der trocknet so ein. Der wird genau, trocknet sein. Und die Pflanzen sehen halt auch nicht mehr so richtig schick aus. Ich vermute auch, dass es sehr stark damit zu tun hat, dass die echt wenig Sonne gekriegt haben jetzt auch in der letzten Zeit und viel Regen. Und dass die da schon so ein bisschen in das Stadium verfallen, dass sie da einfach, ja, sagen, komm jetzt. Meinst du so Richtung Winterpause? Bald Herbst so, ne? Ja. Weiß ich ja. nicht. Also während die Sonnentaue, die unterschiedlichen Sonnentaue, alle im Moment Blüten haben. Oh, ganz toll. Schön. Finde ich ganz toll. Also ein gutes Zeichen. Und das Moos, das Sphagnum-Moos, vermehrt sich auch schon ganz fleißig. Man kann das auch sehen, dass es mehr wird. Also das ist wirklich eine große Freude. Das funktioniert ganz wunderbar. So. Ich habe ja auch mittlerweile einen Moorkübel. Ja. Der ist auch richtig schön geworden. Den hat meine Mutter dann angepflanzt. Und im Prinzip genau das, was du sagst. Die Schlauchpflanzen, die lassen so nach und nach so ein bisschen die Köpfe hängen. Sprich, knicken irgendwie ein oder so, weil sie jetzt ja auch, also Matze sagt ja auch irgendwie, dass sie im nächsten Jahr dann, wenn sie wiederkommen ja. und dann das Wetter abkriegen, dass sie dann strapazierfähiger, ja. robuster, stabiler, genau, alles sind. Ich habe die schon abgestützt jetzt, so, dass die nicht, okay, dass sie nicht mehr abkriegen. Ich habe so ein Ding, was man dann in die Erde reinsteckt, die haben oben so einen Ring, sag ich mal, da kannst du die so ja. einspannen, dann können die nicht mehr umknicken. Ah, okay, ja, das habe ich nicht gemacht. Ja. Nee, genau. Und dann waren jetzt letztes Wochenende meine Cousinen und Cousins da und die eine hat auch ihr Baby mitgebracht. Also Baby ist anderthalb Jahre jetzt alt. Und dann natürlich total interessiert an diesem Kübel gewesen und geguckt und geguckt und geguckt. Und grapsch. Oh nein. Die Venusfliegenfalle aus dem Ding rausgerissen. Oh nein. Und durch die Gegend geflogen. Oh. Ja, wir haben sie dann wieder eingesetzt. Natürlich sind die Fallen alle zu gewesen. Ja. Aber die gehen sehr schnell wieder auf, muss man sagen. Aber ja, sie gehen halt nicht so häufig zu, ne? Dann irgendwann gehen sie halt kaputt. Ja. Sehr, sehr schön. Das war herrlich, ja. Ja. Oh, es klingelt. Da gehe ich jetzt aber nicht dran. Nein. Olli? Ich ja. habe es jetzt übrigens gefunden. Also, es heißt nicht Monstera Frosted Eyes, es tut mir voll leid. Sondern? Frozen Freckles. Also, da ist aber ja, eingefrorene Sommersprossen. Freckles, Freckles? Ja, Freckles sind, glaube ich, Sommersprossen, Frozen meine ich. Freckles. Ja, und jetzt können wir alle erleichternd herzens googeln. Wobei, die sieht ehrlich gesagt ziemlich so ähnlich aus wie die Indonesian Marble, genau. Ne? Nur, dass die halt wirklich diese krüppeligen Blätter hat. Ja, zum Teil sieht es wirklich irgendwie. Oder? Ja. Also, ich finde schon. Also, sie ist auf jeden Fall, so, wenn man sie jetzt beschreibt, dann hat sie sehr viel Weißanteil, sehr viel mehr ja. Weißanteil als so eine normal wachsende Adansonii mit Panaschierung. Das ist wirklich dann so gesprenkelt, wie bei den Syngonium mottelt. Und die Blätter sind irgendwie spitzer, habe ich das Gefühl. Ja, die sind nicht so rund vorne. Teil auch so gekräuselt und sie,
Also ich habe gerade mal bei einem sehr großen Anbieter. Sorry übrigens für das Hin und Her jetzt hier. Ja, bei einem großen Shop im Online da mir Bilder aufgerufen und denke, das sieht aus, als hätte der irgendwie befallene Pflanzen eingestellt. So sehen die aus. Oh nein, ja. Nee, hat er natürlich nicht, aber sieht halt so aus. Sieht halt echt so aus, ne? Ich hatte doch auch mal so eine tolle Schlagzeile bei der Bild. Pflanzen, die aussehen wie von Läuse zerfressen. Ja, stimmt. Die sind ja teuer. Ja. Also hier die eine mit Preissenkung war vorher ungefähr bei 300 Euro, jetzt bei 180. Ja, sind wir auf der gleichen Seite. Ja, ja, nee. Also da bin ich aber sowieso ja raus. Ja, deswegen hänge ich ja auch so an meiner Monstera Thai Constellation, weil die auch echt teuer war, ne? Sechs Blättchen ja irgendwie und 200 Euro irgendwie sehe ich auch gerade hier so noch bei einem anderen. Nee, also das müssen wir nicht haben. Man muss auch nicht jeden Mist. Nee, vielleicht gibt es ja bei der Botanica am 30.09. Ja. Für günstiger als 180. Wobei da überlege ich mir vielleicht nochmal für meinen Mohrkübel bei Matze mir noch irgendwie eine Schlauchpflanze zu holen. Ich hätte gerne noch mal was Größeres. Mit einem weißen Kelch irgendwie oder so. Mal gucken, vielleicht ist das noch eine Geschichte, die man machen kann. Also bis Oktober kann man da pflanzen. Mal sehen. Er wird ja irgendwas dabei haben, ne? Insofern muss ich mal gucken, was ich dann da mache. Ist er denn auch wieder da? Ja, definitiv. Ja, cool. Ich habe, ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch zur Botanica komme. Ich so, nee. Also offiziell jetzt hier nochmal, nein, ich bin nicht bei der Botanica und ich bin sehr traurig. Ja, Punkt. Ich bin dann inkognito da, glaube ich. Ja. Was bin ich schon ohne dich? Oh. Ja. Das geht mir auch so. Ein einsames Mikrofon auf der Botanica. Oh. Ja. Oh Mensch. Wir werden mal sehen. Ich habe ja in der Sommerpause auch so ein bisschen den Laden, den Tresenbereich aufgeräumt und dann habe ich alles sortiert und schön ordentlich gemacht, dass alles griffbereit ist und eine sinnige Ordnung hat. Und beim Aufräumen, Olli, habe ich so Lutscher gefunden. Lutscher? Und diese Lutscher. Jetzt wird es aber wieder spooky. Ja, das sind keine Lutscher, das sind so Bonbons, so kleine Bonbons halt. Mhm. Und die hatte ich mal von jemandem bekommen, weil ich erzählt hatte, dass ich letztes Jahr einen Flaschengarten-Workshop für einen Junggesellenabschied machte. Und, Gesellen oder Linnen? Ja, okay. Also für eine Frauenrunde. Ja. Und diese Form dieser Bonbons sind rosa Penisse. Was? Und ich habe das gesehen und ich war so, wie kommt denn jemand auf die Idee? Ich fand es so herrlich, weil das ja dann dieses Junggesellinnenabschied ist ja dann auch so Stripclub und bla, dieses amerikanische aus den Filmen auf keinen und so. Fall. Ne? Also ich fand es halt so lustig, weil ich die Ewigkeit nicht mehr gesehen hatte. Ich habe sie aber nicht weggeschmissen anscheinend, sondern einfach nur in den Schrank gelegt zu all dem anderen Kram, der da nicht hingehört. Ja. Und da musste ich mich irgendwie dran erinnern und schmunzeln und dachte, das ist Weißt du, was du damit machst? Was ich dir erzählen muss. Weißt du, was du damit machst? Ich habe sie verschenkt. Ah, ist natürlich dumm gewesen jetzt von dir. Ja. Da ist aber ein bisschen voreilig gewesen. Weil, wenn das Baby da ist, gibt's ja eine Pinkelparty. Ja. Okay, ja? Ja. Was ist eine Pinkelparty? Eine Pinkelparty? Eine Pinkelparty ist eine Party, wo man das Kind feiert. Ah, okay. Ja. Gut, aber jetzt ist natürlich das, also du kriegst ja ein Mädchen, das ist natürlich, passt das auch wieder nicht. Nee. Na, das fällt mir jetzt gerade ein. Ist okay, ist nicht schlimm, alles gut. Dann hast du das vielleicht doch richtig gemacht, das zu verschenken. Bei mir, bei den Jungs hätte es sich super angeboten. Das stimmt, ja. Viermal. Ja, genau. Ja.
Na gut, okay. Nee, aber auf jeden Fall fand ich es so herrlich, dass ich solche Lutschbonbons geschenkt kriege, aufgrund dessen, dass ich so einen Junggesellinnenabschied mache. Ich fand es sehr herrlich. Ja, aber völlig schön. Schönes Geschenk. Großartig. Ja. Ich habe hier noch, ich habe noch ein Experiment hier stehen übrigens, fällt mir gerade so ein. Ich hatte doch vor einiger Zeit erzählt, ihr erinnert euch, wenn ihr diesen Podcast von Anfang an hört, dann erinnert ihr euch, dass der Papa ganz am Anfang eine Orchidee hatte, die total verlaust war. So wie der Farn? Ja. Genau. Ach nee, Moment, jetzt muss ich gerade drüber überlegen. Ich habe Gedächtnisschwund. Nein, also es war der Farn, aber die, nein, Moment, es war der Farn, ja. Aber die Orchidee, die hatte keine Läuse, die habe ich aber, Die hatte Wurzelfäule. Die hatte Wurzelfäule, so, tot, die, genau, die Wurzelfäule so. Und nahezu tot, so. Dann habe ich die ja die ganze Zeit immer im Substrat gehabt und irgendwie wuchs da nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, ich benutze jetzt mal hier so ein YouTube-Experiment. Und das YouTube-Experiment läuft ja so, dass man die Orchidee kopfüber mit den Blättern in einen Becher reinstellt, in dem unten Wasser ist. Dann macht man oben einen Becher drauf und durch das Wasser unten und die Luftfeuchtigkeit in dem Becher sollen dann die Wurzeln wachsen. So, ich bin mir nicht sicher, wann ich damit angefangen habe mit dem Experiment. Also ich glaube, das war im Juni. Nein. Ich glaube, das war Ende Juni. Nein, das war früher. Meinst du? Ja. Okay, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das früher war. Aber gut, vielleicht gibt es irgendjemanden, der das nachhält und mich Lügen straft und dir für dein wahnsinniges Gedächtnis. Oh, mein Gedächtnis ist absolut nicht wahnsinnig, vor allem nicht in den letzten Wochen. Dann kann das ja erst recht nicht stimmen. So, jetzt zeige ich dir mal, wie das im Moment aussieht. Ich gehe mal näher ran. Warte mal. Höher bitte. Höher und weiter zurück zu dir. Ja, so ist perfekt. Okay. Warte, jetzt mache ich noch einen Screenshot für die Leute. Ich kann ja viel besser ein Foto machen davon, als wenn du einen Screenshot machst. Na egal. Ich habe doch auf jeden Fall, sehr schön, du wir siehst beide hier, drauf. Du siehst hier oben, da waren mal ursprünglich die Wurzeln. Da ist jetzt nur noch, sieht aus wie so eine tote Ananas. Sag ich mal, da ist nichts mehr. Das sieht toll aus, Olli. Dann sind da an der Seite noch so größere Dinger, die sind aber eigentlich auch abgestorben. Aber diese hier, das sind die neuen Wurzeln. Mega. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wurzeln, die da so rauskommen. Jetzt ist natürlich die Frage bei diesem ganzen Experiment, was macht das mit den Blättern? Das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Genau, jetzt, ich muss zugeben, guck mal hier, dieses Blatt ist jetzt gerade abgegangen. Ist auch schön braun-gelb, gammelig. Ja, braun-gelb, gammelig. Ein Blatt habe ich auch schon abgemacht. Und was haben wir hier noch für ein Das ist auch irgendwie so. Also du hast die Pflanze komplett mit den Blättern in Wasser richtig drinstehen. Also nicht nur ein bisschen Wasser unten im Becher, sondern richtig im Wasser. Ja, genau. Es stinkt. Es möffelt ein bisschen. Aber hier es stinkt wahrscheinlich wegen des anderen toten Blattes, glaube ich. Ja, vielleicht, genau. Es sind noch drei Blätter übrig hier, diese hier. So, und die würde ich jetzt vielleicht mal das ganze Ding hier wirklich nochmal in Erde setzen und mal gucken, was dann passiert. Also in die Orchideenrinde? Ja, genau, in Orchideenerde. Und mal gucken, ob die Wurzeln da jetzt wirklich weiter wachsen. Weil sonst gammeln mir jetzt weitere Blätter ab. Aber grundsätzlich funktioniert das so. Man kann das machen. Es ist richtig cool. Ich finde es super. Ich finde es richtig super, weil du hast etwas sehr lange jetzt getestet, Geduld bewiesen, Olli. Ja. Und es ist positiv ausgegangen. Also es sind wirklich richtig dicke Wurzeln dran. Ja, ja, es sind richtig dicke Wurzeln dran. Die sind jetzt allerdings auch erst so, ich würde mal sagen, so 2-3 Zentimeter lang. Es sind jetzt noch nicht so die Riesendinger. Aber ich glaube, ich kann das jetzt mal wagen und die in Erde setzen. Ich habe nämlich jetzt auch gesehen, bei meiner Spinnenorchidee,
Die hatte ich ja auch total runtergewirtschaftet, was die Wurzeln angeht. Dann habe ich die so ein bisschen in kopfüber in mein Terrarium reingehängt. Da kamen dann die Wurzeln schon. Dann habe ich aber gemerkt, jetzt wachsen die natürlich alle nach kreuz und quer irgendwie. Wenn ich die wieder einpflanzen will, wird es schwierig. Deswegen habe ich sie dann irgendwann mal eingepflanzt, habe sie jetzt im Badezimmer stehen und die Wurzeln marschieren gewaltig jetzt. Also ich bin ganz, ganz zufrieden damit. Also Badezimmer ist vielleicht für die Orchidee auch ein sehr guter Ort. Da habe ich ja, da hat diese Orchidee ja auch, glaube ich, angefangen. Und ich war ja damals der Meinung, dass eine Orchidee ja nicht so viel Wasser braucht und sich durch die Luftfeuchtigkeit, das reicht sozusagen. Das war ja ein Trugschluss. Und deswegen sind die da auch kaputt gegangen zum Teil. Entweder sind sie vertrocknet oder hinter später dann einfach auch vergammelt, ne? Ja. Naja, gut, aber jetzt ich habe diese Pflanze immer noch. So eine Spinnenorchidee habe ich auch schon mal gehabt. Die haben wir zur Einweihung von der Vermieterin hier bekommen. Und ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Ich wusste nicht, wie ich mit dieser Pflanze, was ich mit der machen soll, weil die auch in so einem komischen Substrat drin war. Das war so faserig. Mhm. Und das war, glaube ich, alles zu nass und dann sind die vertrocknet unten, die dicken Strunke. Und dann war die Pflanze auch dann recht fix hin. Ja. Das war sehr ärgerlich, aber naja, ist jetzt so. Ja, ja. Ja, ja, das ist. Aber jetzt, ich bin am Ball geblieben bei dieser Pflanze jetzt. Ich wollte sie nicht wegschmeißen. Ich habe ja immer wieder irgendwie versucht, sie jetzt hier irgendwie. Diese ganz normale Phalaenopsis, ne? Ist ja wirklich kein Wert, nix, ja. Es war jetzt einfach mal so, ich will das nicht wegschmeißen, rumexperimentieren, kriege ich sie irgendwie wiederbelebt. Mal sehen, wenn ich sie jetzt wirklich einpflanze, ob es wirklich funktioniert, dann auch, dass sie mir dann hinter weitere schöne Wurzeln macht. Weil echt super cool. Das ist ja, das Interessante ist, ich hab ja eine tolle Phalaenopsis in Bielefeld stehen, bei mir, bei der Arbeit, die wir da immer von den Moderatoren der Nachrichten pflegen und dann wird die da vielleicht so einmal oder anderthalb Mal oder zweimal im Monat gegossen. Habe ich diese Woche wieder mal gemacht und die wächst ganz wunderbar. Die habe ich ja vor Ewigkeiten mal in einen riesengroßen Topf eingetopft. Das sind auch so manchmal so Sachen machst. Also eigentlich zu groß, ne? Eigentlich zu groß. Ja, ja. Aber egal. Die ist aber super. Die wächst toll. Die hat tolle, also neue Blüten gekriegt und so. Und die steht den ganzen Tag unter einer Tageslichtlampe. Ah. Ja, das habe ich mir jetzt nochmal so ausgedacht, dass das sicherlich auch der Grund ist, warum es der so, also sie sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also da ist nichts grau, braun, nichts an den Blättern, die werden alle sehr groß, die Blätter, die Wurzeln sehen super aus, der geht's richtig, richtig gut. Und Tageslichtlampe. Ist das dieses Deckenlicht, was ihr da habt, oder hast du eine extra Tageslichtlampe? Nee, das sind so Standleuchten, mhm. So. Ne? Ah ja, okay, ja. Also ich sag mal, wenn ihr im Büro Tageslichtlampen habt, ne, das echt, da könnt ihr mal was drunter stellen. Ich glaube, unter diesen Tageslichtlampen könnte sein, dass die einfach sehr gut darunter gedeihen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Sie sollen ja auch positiv auf den Körper sich auf unsere Körper sich auswirken. Genau, und deswegen denke ich ja mal, dann haben sie ja vielleicht auch, vielleicht sind sie vielleicht keine Growlights jetzt im eigentlichen Sinne so, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass die gut funktionieren bei Pflanzen. Ich kann jetzt gerade auch gar nichts Negatives daran sehen oder sagen, also außer, dass es halt nicht funktionieren könnte. Ja, also der geht's auf jeden Fall cool. Super. Also ich meine, dadurch, dass man jetzt so eine Orchidee nicht so besonders gießen muss, eignet sich die natürlich auch super fürs Büro, weil man da ja nicht immer vielleicht gießen will und muss und so. Und dann gibt es ja aber auch schnell die Kollegen, die dann übergießen, weil sie meinen, da muss man jetzt mal richtig gießen, ne? So, deswegen ist das eine ganz gute Pflanze fürs Büro, so finde ich. Ja, was ja auch immer geht, ist die Büropflanze schlechthin, die Grünlilie oder Beamtenlilie oder so, ne? Das stimmt. Ja. Die geht ja auch immer. Also die muss halt gegossen werden, wenn die Blätter gräulich werden, dann ist halt schon höchste Eisenbahn, weil sie dann wirklich zu wenig Wasser hat. Aber das ist kein Problem für sie, weil sie das ganz einfach
ja, hinnimmt und weitermacht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Mantra-Pflanze, weißt du? Die Pflanze übersteht auch stressige Zeiten, das kannst ja, du auch. Vielleicht, ja, die hat ja auch so ganz dicke Wurzeln, ne? So richtig, ganz dicke ja, Dinger und deswegen, die kann viel ab, glaube ich, ne? Aber das, auf jeden Fall. Na, gut. Aber ansonsten ist ja auch wirklich, ich habe bei mir ja im Wohnzimmer den Luftbefeuchter stehen, bei den ganzen Pflanzen, hatte den vor ein paar Wochen, ne? Ging der auch immer noch? Da hatten wir mal so, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir hatten mal eine Phase in diesem Sommer. Das ist schon länger her. So 5, 6 Wochen. Da war es mal so richtig warm. Also da war es auch heiß sogar. Und da war die Luftfeuchtigkeit nicht groß draußen, sodass der Luftbefeuchter bei mir in der Wohnung, den ich da so auf 70% eingestellt habe, da wo die ganzen Pflanzen so ein bisschen stehen, auch anging. Jetzt geht er schon ganz lange nicht mehr an. Ach, krass. Weil die Luftfeuchtigkeit mittlerweile bei mir in der Bude offensichtlich schon bei 80% ist. Oh, angenehm. Ja, ich merke das gar nicht so. Wir wohnen ja in einem okay, alten Haus mit ganz viel Lehmwänden. Also unser Klima in der Wohnung ist sowieso eigentlich sehr gut durch diese Lehmwände. Aber du hast halt einfach, wir haben feucht, wenn du Fenster aufmachst und so, hast du im Prinzip draußen wie drinnen die gleiche Luftfeuchtigkeit. Und draußen haben wir ständig 70-80%, wenn nicht sogar mehr Luftfeuchtigkeit. Mhm. Also habe ich das Ding, das geht überhaupt gar nicht mehr an. Das kann ich ausstellen. Oh. Das ist ja wie bei meinen Fröschen im Terrarium. Ja, aber ich meine, für die Pflanzen ist super. Da geht der Luftbefeuchter auch immer an. Und dann, also es ist so süß, vor allem wenn der Luftbefeuchter angeht, dann hocken die immer überall und sind total aktiv und aufgeregt und hüpfen dann die ganze Zeit durch die Gegend und sind so richtig doll und laut am Quaken. Das ist so schön. Also vor allem seitdem wir sie umgestellt haben, sie stehen jetzt bei uns im Büro, sind die total glücklich. Und ich habe zum ersten Mal einen Frosch auf der Hand gehabt. Also ich habe ihn nicht aktiv auf die Hand genommen. Ich lasse sie eigentlich total in Ruhe. Ich fütter sie nur und mache ein bisschen Zimmerpflanzenpflege im Terrarium. Aber der saß halt oben am Glas. Und dann habe ich gedacht, ja, machst du den da mal weg, dass du dann richtig das Glas auch reinigen kannst und so. Und dann ist er auf meine Hand gehüpft und dann saß er da 5 Minuten und ich war so glücklich. Sehr schön. Oh ja, das war richtig schön. Ich hatte leider kein Handy in der Nähe, dass ich ein Foto hätte machen können, aber ich glaube, ich poste noch mal was von meinen Fröschchen. Okay. So ein bisschen Atmosphäre. Oh, ich liebe die, ne? Ich bin so glücklich, dass ich die habe. Ich war echt traurig, wenn ich die nicht hätte. Und ich habe die ja noch mindestens 8 Jahre, ne? Wieso mindestens 8 Jahre? Die werden so ungefähr 10. Ach so, wenn sie sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Ja, das machen sie aber nur, wenn sie Laich abgelegt haben und die Kaulquappen dann im Wasser schwimmen. Mhm. Dann fangen die an, die Kaulquappen zu futtern. Dann nee, so. Genau. Ja, genau. Mhm. Ja, das war mein Thema Luftbefeuchter. Ja. Oder mein Beitrag zum Luftbefeuchter. Dein Beitrag zum Luftbefeuchter, ja. Ja, gut. Ich habe noch 2 Dinge hier bei mir, die so ein bisschen gar nicht wirklich direkt was mit Pflanzen zu tun haben, sondern eher was zu unserem Kanal so ein bisschen. Hast du noch was zu Pflanzen so direkt zu erzählen oder bist du so durch? Also ich könnte jetzt halt noch erzählen. Erzähl doch, was du Balkon willst. Ja, okay, mache ich. Wir haben jetzt seit 1,5 Monaten ungefähr wieder einen Balkon, der wurde ja abgerissen. Ja. Und ich habe gedacht, oh cool, bepflanze den. Ja, dann habe ich den bepflanzt. Die Kästen sind auch toll. Dann habe ich einen Sommerflieder gekauft. Dann hatten wir noch eine Feige. Und dann habe ich noch eine Frangipani. Das ist so eine sehr schöne, wohlduftende Pflanze. Mittlerweile merke ich aber, ich kann draußen Pflanzen nicht. Also draußen Pflanzen mögen mich nicht. Ich mag draußen Pflanzen irgendwie nicht so ganz. Und der Sommerflieder und ich, wir sind in einem ewigen Kampf, weil ich den wirklich alle 2 Tage richtig krass gießen muss, sonst vertrocknet der. Das ist der Hammer. Hätte ich nicht gedacht. Also ich bin wirklich gestresst von dem Ding. Ich glaube, der eignet sich auch nicht, um ihn in so einem Pott einzupflanzen. Ja, aber der kam im Topf.
Und dann dachte ja, ich, gut, jede okay, Pflanze kommt im Topf. Ja, ich weiß. Ich habe da nicht was so viel drüber nachgedacht. Also bitte, jetzt muss ich dir hier, jetzt muss ich es dir hier Schlauberger-Sachen, muss ich dir jetzt sagen. Ja. Das kann ja wohl nicht sein. Das sagst du mir, der kam im Topf, deswegen kann der auch eingetopft bleiben. Deswegen, also ein Baum kommt auch im Topf. Ja, wir haben da sogar eine Feige stehen, die ist okay, die ist seit einem Jahr jetzt, ist die bei uns, das ist so ein, wie nennt man denn das, Steckling aus einem, aus einem richtigen großen Feigenbaum und der ist cool, das ist gar kein Problem, aber dieser Sommerflieder, der macht mich echt fertig, der mobbt mich richtig, ich gebe mir wirklich Mühe, aber... Aber jetzt auch bei der Feige, ne? Feige habe ich immer draußen, ich habe auch eine Feige und die habe ich jahrelang habe ich die in einem Topf, also in einem auch einem relativ großen Topf gehabt und so, ne? Aber die wuchs nie so richtig, das sah immer ein bisschen krüppelig aus. Und dann habe ich bei einer Freundin eine Feige im Garten gesehen. Die hatte die im Garten eingepflanzt. Und im Urlaub habe ich die auch gesehen, mal im Garten eingepflanzt. Und das war ein Riesenbusch. Ja. Und dann habe ich die im letzten Jahr bei mir hier draußen eingepflanzt. Und es war das Beste, was ich dieser Pflanze antun konnte, denn die ist abgegangen wie Schmidts Katze jetzt da draußen. Ja, das mega, ist super. Okay. Die braucht auch Platz, die braucht, also... Tiefe das, wahrscheinlich ja, auch, ne? Ja, und dann im Winter hast du ja das Problem, dass die dann auch einfriert, ne? Wenn du Pech hast. Ja, ich habe sie letzten Winter, ich habe sie tatsächlich drinnen überwintert. Ja gut, und okay. Und das hat funktioniert. Ich habe mich auch gefragt, wie das funktionieren konnte. Aber sie hat Blätter geworfen, also abgeworfen und hat dann dieses Frühjahr auch wieder neue bekommen, wie halt so ein richtiger Obstbaum das halt auch bekommen, so ein Laubbaum. Ja, ja. Und auf jeden Fall steht sie jetzt halt auf unserem Balkon, ist okay, sie kriegt mehr Blätter als letztes Jahr, sie hat auch Wachstum gehabt, aber natürlich halt nicht so, wie du sagst, so irgendwie schönes, großes Höhlenwachstum, wo man sagt so, wow, cool, das geht jetzt ab. Ja. Das halt gar nicht. Ja, dann muss ich sie mal ausprobieren. Ja, da muss ich sie echt mal auspflanzen. Ja. Aber es ist wirklich nur so ein Stock mit einem Trieb. Also da ist jetzt, ist nicht viel Pflanze. Meine hier Teufelszunge, die macht sich übrigens auch sehr gut, Carla. Oh ja. Ja, also da wirklich, da war ich ja Anfang des Sommers, so habe ich gedacht, oh, da aus dieser Knolle kam nur so ein kleiner Nüpsel raus und der wurde gar nicht richtig groß. Ich dachte so, habe ich schon bei den Jungs von Jungle Leaves angetackert und gesagt, ey Leute, muss ich irgendwas machen? Nö, warte mal. Und jetzt ist das echt schon, so 70, 80 Zentimeter, so ein Stamm so richtig. Und daneben war auch so ein Ableger, sag ich mal, ne? Also ich hatte zwei Ableger. Einmal so eine kleine Mini-Knolle, die hatte vielleicht einen Durchmesser von 1,5-2 Zentimetern maximal. Die habe ich auch in so einen Topf reingepflanzt und dachte so, mal gucken, was daraus wird. Das ist jetzt mittlerweile auch schon so ein 15 Zentimeter kleines Bäumchen, so ein kleines Ding so. So ein Blatt. Ja, so ein Blatt halt, ne? Aber sieht gut aus. Und neben dieser großen Teufelszunge hat sich mittlerweile eben ja auch dieser andere entwickelt, der jetzt auch schon so toll ist. Also ich bin ganz begeistert. Das ist wirklich auch so ein Ding, wenn ihr das habt, dann müsst ihr auch nichts machen, außer feucht halten letztlich. Und es wächst auch von alleine und es ist echt, es sieht einfach spektakulär aus. Ich verkaufe die gerade auch im Laden. Ah, als was denn? Als Knolle. Als Knolle? Gibt es die denn jetzt schon als Knolle? So normalerweise. Ich habe die ja, ja als aber, Knolle. Ja, du hast die zu Hause die als Knolle. Ja, yeah, genau. Ich verkaufe sie aber im Laden halt. Also das sind meine eigenen Knollen, die ich da habe. Ach so, okay. Und mehr als die Hälfte hat schon wieder einen Trieb. Ich krieg Angst. Ja. Ja. Aber ein Trieb, ein Blatt. Ich hoffe doch wohl sehr, ja, bitte. Ja, es ist Blattzeit. Jetzt ist Blattzeit. Ich hoffe doch wohl sehr, ja. Ja, ja. Jetzt muss Blattzeit sein. Ja, ja, jetzt ist ich Blattzeit. Ich kann nicht lüften im Winter. Nein, es ist Blattzeit. Ja, ja. Na, auf jeden Fall habe ich die jetzt auch im Laden gerade stehen und die sollen jetzt auch an den Mann gehen. Ja, genau. Ja, sehr cool. Finde ich super. Ja. Olli, ich bin ganz gespannt, was du da eben gerade angesprochen hast mit deinen zwei Themen über den Podcast. Ja. Ich weiß gerade selber gar nicht, worum es geht. Ja, ich weiß. Also das eine, was ich sagen wollte, weil das merkt ihr jetzt vielleicht, wenn ihr bei Instagram seid, ich immer Young und Jupp macht im Moment einen Channel auf, ne?
Wie, was? Das so ein Channel, also so ein Ach, so ein Broadcast-Channel. Ja, so ein Broadcast-Channel. Ah, ja, habe also, ich weiß nicht, wie viele Anfragen und Einladungen ich zu Broadcast-Channels im Moment bekomme, die ich alle, wo ich alle sage, nee, will ich nicht. Ich will nicht auch noch da irgendwas erleben und von euch erfahren und so. Dass, und dann gibt es ja sogar welche, die das noch monetarisieren, also wo das dann Geld kostet. Ach ja, stimmt. Ja, weil man dann irgendwie nochmal irgendwelche anderen Zusatzinformationen bekommt. Wir haben, Carla und ich, wir haben vor einiger Zeit mal drüber gesprochen. Da ging das so los und da sind wir eigentlich auch darüber eingekommen, bei uns wird sowas nicht geben. Weil Carla sagte auch, wenn ich irgendwas habe, dann kann ich das doch in die Story reinmachen. Dann, und das soll ja auch jeder sehen. Irgendwie. Ja, das soll auch jeder sehen. Jeder, der schon Instagram hat, ne? Ja, und echt, also das wird jetzt so exorbitant, das ist viel, dass man auch denkt, ey, wenn jetzt einer, wie viele Broadcast-Channels will man denn da abonnieren? Das ist ja, da bist du ja plemplem in der Birne. Also ich habe zum Beispiel keinen einzigen Broadcast-Channel abonniert. Ich habe selber aber einen und das ist halt so ein bisschen so für den Laden, wenn die Leute sagen so, oh, ich will wirklich als allererstes irgendwas mitkriegen, dann also so ein bisschen behind the scenes, dann wenn irgendwas neu ist oder so im Laden, irgendwelche Angebote zuerst werden halt da zuerst gepostet. Das ist so ein bisschen diese Exklusivität. Aber die warum man da machst du kriegt. Das nicht? Jetzt muss ich mal, warum machst du das denn nicht in der Story? Das mache ich dann auch in der Story, Olli. Aber es geht natürlich aber unter, ne? Einen Tag später. Gut, es kann aber natürlich auch untergehen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Algorithmus. Es kann ja sein, dass der Algorithmus dir den Kanal, also die Story gar nicht zeigt, wenn du nicht dauernd auch den Laden und die Storys anguckst. Dann, nee, die Story wird immer angezeigt. Das ist ja, aber, chronologisch. Aber nur bei den Leuten. Also du siehst ja einige Stories gar nicht, die wandern so weit nach hinten, weil du die schon länger nicht mehr angeguckt hast, die Accounts. Ist das nicht chronologisch? Nein. Ich würde sagen, nein. Ich habe schon ganz lange von irgendwelchen Menschen nichts mehr gehört, die wandern einfach nach hinten. Und deswegen ist dann der Channel natürlich besser, weil der Channel, da kriegst du natürlich dann immer das auf jeden Fall. Das ist eine Nachricht, Das ist wie eine Nachricht, so, ne? So, das ist dann der Unterschied. Das hat dann auch, in dem Fall macht das dann Sinn. Aber bei mir, im Prinzip kannst du das nutzen, wenn du meinst, ich will jemanden, der vielleicht nicht so häufig auf meinen Kanal geht, dann oder auf meinen Account geht, das auf jeden Fall mitteilen und er soll es auf jeden Fall sehen, ohne dass er dauernd Stories gucken muss und weil das sonst hinterher nicht mehr sieht, was ich da so alles mache. Dann ist es okay. Aber gut, aber bei uns wird es das nicht geben, weil ich denke, wir machen es in die Story rein und mir ist es zu viel Aufwand auch. Ich bin ein fauler Mensch für sowas, habe ich gar nicht. Ne? Also wir machen ja schon so viel und wir haben ja auch immer gesagt, Instagram ist nicht unser Hauptfeld, sondern der Podcast und das ist eigentlich nur so das Begleitmedium. Deswegen richtig, bildgebendes Medium. Bildgebendes Medium und so. Deswegen, also hier kein Broadcast-Channel. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Das andere, das habe ich dir ja schon vor einiger Zeit auch mal gezeigt, aber du hast es schon wieder vergessen. Halb. Nee, ich glaube, ich weiß sogar, worum es geht und wir haben das Wort sogar schon einmal im Podcast gesagt. Hä? Playlist? Ah ja. Siehste? Genau. So schlimm ist mein Schwangerschaftsgehirn doch noch nicht. Ja, genau. Ja, nee, wir haben uns gedacht, wir machen eine Playlist, die ihr vielleicht, wenn ihr eure Pflanzen pflegt, dann anhören könnt. Und an den Podcast denkt. Da habe ich habe den jetzt erstmal so ein bisschen bestückt mit ein bisschen Musik, die ich ganz cool finde. Und ich habe das so ein bisschen ausgewählt danach. Also es ist aktuelle Musik. Es ist aber Musik, die jetzt nicht überall irgendwo läuft, wo man, wenn man das Radio zum Beispiel anmacht. Weil mein Problem ist immer, ich mag keine Musik oder meistens Musik nicht, die so auf Hit gebürstet ist und die mir quasi, die sich mir ins Ohr fräst. Achso, diese 3 Minuten, 15 Sekunden. Ja, genau. Musikdinger. Genau, deswegen ist da Musik drauf, die vielleicht viele gar nicht so kennen,
von Künstlern, die viele vielleicht gar nicht so kennen, die man so da nebenbei hört und vielleicht gut findet. Und ich bin mal gespannt, wenn ihr die hört, was wir für Rückmeldungen bekommen. Da kann ich jetzt schon mal sagen, hier schreibt uns bitte mal, was ihr zur Playlist sagt, ob euch die gefällt und was ihr vielleicht denkt, was da vielleicht unbedingt noch drauf müsste. Ich bin da wirklich gespannt. Ihr findet die jetzt, wenn der Podcast raus ist, unter Plant Care Music bei GFA. Also wenn ihr einfach Plant Care Music eingibt, werdet ihr das schon finden bei Spotify. Und da könnt ihr das anhören, cool, wenn ihr eure Pflanzen pflegt. Obwohl ich heute gesehen habe, weil ich ein bisschen nochmal erläutert habe, warum unsere letzte Folge Ho, ja, ho, ja, ho heißt. Ich habe das im Zug gesehen, nur ich konnte es im Zug nicht laut machen. Deswegen habe ich es leider noch nicht gehört. Feinster deutsches Liedgut von Toni Marshall. Auf jeden Fall habe ich das ja auch bei Instagram gepostet und die Menschen haben schon einen Ohrwurm jetzt, unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Substratis. Und eine hat mir geschrieben, sie würde sich jetzt mal eine 70er-Jahre-Playlist reinpfeifen bei der Pflanzenpflege. Ach, schön. Ich weiß noch nicht, ob da das Lied bei war. Naja, egal. Also solche Musik ist da nicht bei, das kann ich euch schon sagen. Es ist andere Musik bei. Aufatmen unter den Hörern. Huha, Gott sei Dank. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, was haben wir jetzt alles besprochen? Olli, wir sind jetzt bei einer Stunde und 20 Minuten angekommen. Ja, das würde ich jetzt mal, ja, so ungefähr halt, ne? So. Ja, klar. Genau, deswegen, da machen wir jetzt aber auch einen Deckel drauf. Okay, ich habe leider keinen Deckel zum draufmachen, deswegen klopfe ich jetzt einfach auf den Tisch. Leute, ich sag nochmal vielleicht kurz, schreibt uns, wie ihr die Playlist findet. Und was da vielleicht noch drauf muss, ihr könnt bei Spotify uns auch Reaktionen schreiben auf die Folge. Und ja, das wäre schön, wenn ihr das nutzen würdet. Das sehen wir dann auch immer sofort und freuen uns, wenn ihr da was reinschreibt. Ihr Lieben, aber hallo. Macht es gut. Ihr wisst schon, ne? Finger ins Substrat. Finger ins Substrat, ja. Genau. So asynchronisch wie möglich war das ja gerade. Ja. Oh. Wir sind ja hier kein Duett. Hast du auch recht. Gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Grün färbt ab.